Guten Tag, meine lieben Zuschauer. Heute haben wir den 21. August 2024 und es gibt wieder so viele Themen, die ich hier gar nicht alle behandeln kann. Da müsste ich jetzt wieder mehrere Videos dazu machen. Eins, was mir auffällt, ist zum Beispiel gestern in Jena wollte Björn Höcke auftreten und da kommt dann von der linken Seite links Antifa und haben da so gestört, dass diese Veranstaltung nicht mehr stattfinden konnte. Wäre das der CDU oder der SPD oder der FDP oder den Grünen passiert, dann werden wir wieder tausende Berichte hier in den Nachrichten ARD, ZDF davon hören. Das Zweite, was ganz erschreckend ist oder schrecklich, gestern Abend, glaube ich, hier am Bahnhof in Frankfurt auf Gleis 9, ein klarer Kopfschuss, klare Hinrichtung. Die Namen werden wohl gleich veröffentlicht. Ich bin mal gespannt, ob wir auch den Vornamen sehen oder wie der Name da ausschaut, wer da wieder einen erschossen hat. Aber das werden wir, wie ich ja auch gestern schon in meinem Video gesagt habe, die Bahnhöfe und Züge jetzt in die Herbst- und Winterzeit rein werden mega gefährlich werden. Hier, weil wir immer weiter Kriminelle aufnehmen, keine Kriminellen abschieben. Im Gegenteil, jetzt habe ich auch gehört, dass zum Beispiel in München, dass die Stadtverwaltung das Personal aufstocken muss, wegen Anträge für den deutschen Pass. Die haben 130% mehr Anträge, die bearbeitet werden müssen. Da könnte, glaube ich, eine Verwaltung ein halbes Jahr zumachen, um die Anträge von Syrern, Afghanen, Marokkanern und alle, die jetzt hier ins Land gekommen sind, 2015, 2016, die sind ja jetzt 5 Jahre oder länger hier und wollen alle den deutschen Pass haben und dann sind sie hier und machen hier kriminelle Machenschaften, wo ich auch hier gleich hier das Video nochmal verlinken werde. Am Ende könnt ihr nochmal rausschauen oder schaut in meinem Kanal rein. Da habe ich das ja gestern berichtet, wie viele Straftaten, wie viele Vergewaltigungen, wie viele Überfälle, wie viele Messeangriffe auch auf Polizisten mit tödlichem Ausgang. Werde jetzt dazu Frankfurt jetzt kein Video machen, weil das wird hier nicht hochgeladen. Ich kann das nur sagen, schaut selber noch mal rein, gebt mal Messeattacken oder hier Frankfurt Bahnhof ein bei YouTube und dann seht ihr da hier und auch hier bei was weiß ich, wo Bild oder Fokus, wo ihr wollt, Apollo oder Cicero oder Reichelt oder Tichy, alle berichten ja davon und falls ihr da verschiedene Medien da bevorzugt, schaut rein und macht euch ja selber schlau. Ich kann nicht alle Themen hier verfilmen, weil ich muss auch noch nebenbei hier was anderes hier arbeiten. Und ja, aber wie gesagt, ich versuche so viel hier reinzupacken. Wichtigste, was ich meine, heraussuchen. Und sonst müsst ihr die Themen dann halt googeln. Jetzt habe ich hier nochmal die RKI-Files. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich jetzt hier keinen Fall, ne, in der C-Pandemie. Da ist ja jetzt rausgekommen, dass das Robert-Koch-Institut ganz andere Anweisungen oder ganz andere Ergebnisse hatte und wollte das von sehr hoch auf hoch herunterstufen. Und da das ja alles politisch gewollt war, diese ganzen Lockdowns, die ganzen Maßnahmen, diese Belegungspläne und mit den Krankenhaus, Krankenbetten und was war immer mehr, ne, da kamen ja immer neue Zahlen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Erst war der R-Wert wichtig, dann waren die Sterberaten, dann hier an oder mit Corona, ne, mit C, da muss man immer aufpassen. Hier, da wurde ja alles immer neu, 2G, 3G und wer eine Pandemie und der nicht Geimpften. Und jetzt kocht das so hoch, dass wohl gestern hier auf Antrag der CDU hier das Gesundheitsministerium gesagt hat, ja, wir haben das politisch so entschieden, dass wir hier die Pandemie auf hoch halten. Und da war hier wohl Karl Lauterbach schon Gesundheitsminister, der ja auch hier eine Impfpflicht einführen wollte. Das haben wohl die Leute alles schon vergessen. Da ist auch die CDU dran beteiligt. Das muss man ganz klar so sagen. Und jetzt sagt auch ein Herr Kubicki, aber gut, die FDP wird es bald nicht mehr geben. Und ich verstehe nicht, dass die Leute das alles schon vergessen haben. Und hier wird auch keiner zurücktreten. Auch eine hier Nancy Faeser, bei solchen Zahlen immer weiterer Einwanderung, keine geschlossenen Grenzen, kein Krimineller wird abgeschoben. Da müssen wir uns nicht wundern als Volk, dass das hier immer schlimmer wird. Aber wie ich immer sage, es geht dann wieder in die Verschwörung rein, aber
Das ist alles so gewollt und geplant, weil ja nichts hier zufällig passiert. Es passiert nichts zufällig. Es ist so gewollt, dass hier alles instabil wird, dass Deutschland angeblich ein Entwicklungsland werden soll. Und sollten hier die arabischen Staaten oder die ganzen Moslems, der Islam, hier die Mehrheit haben in Deutschland, dann kann man wohl an drei Fingern abzählen, wie schnell die dann in Landräten, im Bundestag, in den einzelnen Kommunen, im Stadtrat dann als Partei politisch dann vertreten sein werden. In Monheim haben wir auch schon 50-50. Da ist die Frage, irgendwann haben die eine eigene Partei und dann machen die hier politisch in Nordrhein-Westfalen eine eigene Partei auf und sitzen dann hier im Landtag in Düsseldorf. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Von Malmö, Göteborg, Stockholm hat man vor 5-6 Jahren nicht berichtet. Da musste die Bundeswehr oder das Militär auf die Straße, mussten sie alle abschieben. Ja, und da ist es wohl wieder Ruhe, weil auch eine andere Regierung ist. Und diese, die aus Schweden, die sind jetzt alle hier in Deutschland oder in Österreich. Die Österreicher haben das gleiche Problem wie wir in Deutschland, habe ich aber auch darüber berichtet. Aber das ist jetzt nicht Kern der Aussage. Hier geht es erstmal um diese RKI-Files, dass eigentlich ein Herr Lauterbach und eine Nancy Faeser müssen doch eigentlich zurücktreten. Oder hat das einen ganz anderen Grund? Den werde ich euch am Ende des Videos zeigen. Bleibt bis zum Schluss dran. Wer neu ist, kostenlos Abo und Video teilen und schreibt Kommentare drunter. Ich sag mal, gehen wir mal jetzt hier in die Zeitungsberichte rein. So, das ist es hier bei ZDF. Das ist ja hier öffentlich-rechtliche Nachrichten und ich denke mal, das wird hier der Wahrheit entsprechen. 9.8. ist es schon was älter, aber das scheint wohl jetzt auch hier hoch zu diskutieren. Ne? Hier, ne, FDP-Vize Kubicki fordert offenen den Rücktritt des Gesundheitsministers Karl Lauterbach. Und das hat er wohl gestern auch nochmal gesagt. Habe während der C-Pandemie gelogen und die Regierung schwer beschädigt. Ein neuer Ampel-Tiefpunkt. Und jetzt ist die Frage, warum findet das nicht statt, sowohl bei Nancy Faeser als auch hier bei Karl Lauterbach? Und da sage ich zum Schluss, was vielleicht da die ganze Ampelregierung hat da gar keine Mehrheit mehr. Die müssen eigentlich heute noch zurücktreten, ist meine Meinung. Ne? Ne? Dass Politiker streiten, oft auch heftig und hart, das ist nichts ungewöhnlich. Die Art und Weise aber, wie FDP-Politiker Wolfgang Kubicki, jetzt Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD angreift, hat eine neue Dimension. Ein besonderer Tiefpunkt in der zuletzt nicht an Tiefpunkten armen Ampelkoalition. Kubicki betreibt dieser Tage seit ganz persönlicher Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Und das muss eh aufgearbeitet werden. Und da hört man ja in den Nachrichten eigentlich überhaupt nichts. Viel zu wenig, keine Sondersendungen. Die Files werden nicht offengelegt, weil auch ein Jens Spahn, eine Angela Merkel, ein Montgomery und wie sie alle hießen, die dafür waren, für eine Impfpflicht, haben auch Blut an den Händen, weil auch durch die Impfung hat nicht Corona verhindert, auch nicht im Verlauf. Es sind auch Leute mit der Impfung, haben auch Corona bekommen und alles hier musste zurückgenommen werden. Und jetzt haben wir hier, das muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Das ist meine Meinung. Ne? 47 Absätze lang ist der Text, den er auf seiner Webseite hochgeladen hat, nachdem er die sogenannten RKI-Files gelesen hat. Also die C-Protokolle des Krisenstabes des Robert-Koch-Institutes. Sein Text gerät zu einer Abrechnung mit Karl Lauterbach. Ja, da müssen aber noch mehr kommen. Da muss auch eine Angela Merkel kommen, da muss auch ein Olaf Scholz, der war ja auch in der Großen Koalition, ein Herr Müller, Bürgermeister von Berlin. Und ne, alles diese, wie hießen die damals noch, diese Ministerpräsidentensitzung, da hat man ja den Bundestag ausgeschaltet. MKM-Minister, wie hieß das noch? Ja, Ministerpräsidententreffen, ne? Ein Herr Söder muss da rein und Jens Spahn und alle, die davon profitiert haben, ne? Auch eine Frau Merkel, wie gerade schon erwähnt. Zitat, er schreibt, ein Bundesminister, der die Wahrheit biegt und Grenzen der Wahrheit überschreitet, um ein persönliches politisches Ziel zu erreichen, dabei auch schwerste Grundrechtseingriffe billigen in Kauf nimmt, kann ich keine parlamentarische Zustimmung mehr geben. Wie gesagt, das Gleiche gilt auch für Merkel, Jens Spahn und alle verantwortlichen Söder und, ne?
Das reicht natürlich dann nicht. Ich scroll mal hier runter. Das sind Gobickis Vorwürfe. Das RKI habe die Corona, die C-Risikobewertung von sehr hoch auf hoch senken wollen, so Kubicki. Das aber sei laut Notiz vom 25. Februar 2022 vom Gesundheitsministerium abgelehnt worden. Der Vorwurf, Lauterbach habe die Corona-Angst schüren wollen, wollte er so die anstehende Entscheidung des Bundestages zur Impfpflicht beeinflussen. Kubicki schreibt, Zitat, das politische Entscheidungen von einer solchen Tragweite derart aus einem Ministerium beeinflusst werden, halte ich für einen Skandal, Zitat Ende. Dann wird er noch deutlicher, Zitat, Karl Lauterbach hat den Ansehen der Bundesregierung durch sein unverantwortliches Verhältnis zur Wahrheit schweren Schaden zugefügt und Zweifel an der Lauterkeit staatlichen Handelns genährt, Zitat Ende. Also wie gesagt, das kocht hier richtig hoch. Nochmal so eine alte Sitzung, alle waren ja dafür. Drosten auch noch, genau, der muss auch dabei, ne? Neuer Tiefpunkt der Koalition, kann man so sagen. Ich scroll mal hier runter. Noch im November 2021, als die Ampel ihren Koalitionsvertrag präsentierte, sagte Lindner noch über Scholz. Zitat, in den Verhandlungen haben wir als Liberale Olaf Scholz neuen kennengelernt. Zitat Ende. Jetzt kenne man sich offenbar so gut, dass man sich nicht mehr vormachen kann und noch nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich habe ja schon in mehreren Videos gesagt, FDP und Grüne passen ja auch nicht zusammen. Das war alles hier Augenwischerei. Das hat von vorne bis hinten nicht zusammengepasst. Und normalerweise muss doch hier so eine Regierung zurücktreten. Das passiert aber nicht. Ich scroll mal hier runter. Ihr könnt ja noch mal weiter hier lesen. Noch mal ein Zitat. Es ging in den RKI-Protokollen nicht zu verbergen. Da habe ich die veröffentlichten Protokolle angewiesen. Tja, er muss aber auch zurücktreten. Da kommt ja jetzt die ganze Verantwortung, da kommt ja jetzt alles raus, weil das ja auch multipolar, eine ganz kleine Internetplattform, das rausgeklagt hat. Sonst wäre das überhaupt nicht hier öffentlich geworden. Das muss man ja auch noch mal dabei sagen, ne? Aber hier, genau wo ich ihn hier sehe, er muss auch hier Verantwortung übernehmen und auch eine Frau Merkel, die das alles hier zu verantworten hat. Ne? Okay, ich gehe mal hier raus und zeige euch noch was, warum sie die ganzen Politiker nicht zurücktreten. Vielleicht aus diesem Grund. Schaut mal. Oder könnte das der Grund sein, mein lieben Zuschauer? Bleibe Lauterbach, Nancy Faeser, treten die nicht zurück aus diesen Gründen? Bleiben die nur wegen ihren Pensionen an der Macht? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Und das sind ja unsere Steuergelder. Und die Vermutung habe ich mittlerweile auch. Das könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Wollen trotz Megakrise, die haben keine Mehrheit mehr, werden überall abgewählt, runtergewählt. Da muss man doch, haben keine Mehrheiten mehr im Volk. Da muss man doch zurücktreten eigentlich. Aber das machen die nicht. Lesen wir mal den Artikel. Die Ampelregierung liegt in Scherben, Misstrauen und Blockaden überall. Doch bislang will keiner der Koalitionspartner das Bündnis verlassen. SPD, Grüne, FDP wollen zusammen weiter zanken bis September nächsten Jahr. Also in ein Jahr müssen wir dieses Gezanke durchhalten. Wer weiß, was bis dahin noch passiert. Warum verlässt keiner der Partei vorzeitig die Ampel? Hängt das möglicherweise auch mit Geld zusammen? Ja, selbstverständlich. Möglicherweise, ne? Fest steht, Kanzler und Minister haben nach einer vollen Legislaturperiode ihre Pensionsansprüche sicher. Sie haben dann einen Anspruch auf 27,74% des Amtsgehaltes. Das wäre bei Olaf Scholz fürs Nichtstun, 66 Jahre, aktuell 6.100 € im Monat für einen Minister wie Christian Lindner. Wie alt war er? Gehen wir nochmal hoch. Mit 45 Jahren und der Habeck ist 10 Jahre älter, kriegen die jeden Monat 5.000 € für nichts tun. Das müsste eigentlich auch, keine Ahnung, aber wie gesagt, steht ja alles hier in den Statuten und den Gesetzen, was sie auf den Anspruch haben, irgendwo unfassbar. Und dann haben die nachher noch sichere Pöstchen, sie gehen als Rechtsanwalt oder im Vorstand und haben dann noch zusätzliches Einkommen. Wie gesagt, die gehören ja auch zu den Reicheren. Die haben jetzt ein Einkommen von wie viel?
10.000, 15.000 Euro mit allem Spesen zusammen. Und klar leben die in anderen Welten und haben mit dem Volk hier nichts mehr zu tun. Wir müssen das alles hier bezahlen. Wir können höhere Steuern bezahlen und müssen gucken, wie wir unsere Miete, Lebensmittel, Strom, tanken, bezahlen können, wie wir zur Arbeit kommen und gucken, dass wir unsere Arbeitsstelle nicht verlieren, weil danach sieht es noch schlimmer aus. Und hier, die machen sich immer weiter die Taschen voll, auch die ganzen hohen Beamten. Wie gesagt, das ist bald nicht mehr zu bezahlen und der ganze Beamtenapparat wird irgendwann uns auseinanderfliegen. Ne? Das bedeutet, sollte eine Partei, zum Beispiel FDP, vorzeitig die Regierung verlassen, hätte kein FDP-Minister einen Pensionsanspruch. Voraussetzung, Scholz regiert zusammen mit Grünen in einer Minderheitsregierung noch bis September 2025 weiter. Das wird dann wohl, keine Ahnung, kommt, hier ist ja alles möglich mittlerweile in Deutschland. Im Klartext, keine Pensionen für Minister, die vorzeitig die Regierung verlassen. Aber verlässt eine Partei die Ampel und Scholz macht den Weg frei für Neuwahlen, zum Beispiel über Vertrauensfrage im Bundestag, dann hätten alle Minister einen Pensionsanspruch. Grund ist eine Ausnahme im Ministergesetz. Es gibt ein Ministergesetz? Wow. Ne? Da heißt es, falls der Kanzler zurücktritt oder der Bundestag aufgelöst wird, gilt eine ununterbrochene Zugehörigkeit zur Bundesregierung von mehr als 2 Jahren, als Amtszeit von 4 Jahren. Heißt, volle Pensionen bei halber Amtsdauer, wenn die Ampel jetzt zerbricht und es vorzeitig Neuwahlen gibt. Ja, ist hier zu Ende. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Es ist unfassbar irgendwo, ne? Meine Meinung. Aber schreibt mir in die Kommentare rein, ne? Und genau aus diesem Grund bin ich hier wie die AfD für eine direkte Demokratie. Das heißt, so wie in der Schweiz, dass man wichtige Fragen, wie auch jetzt, soll die Ampelregierung zurücktreten. Das kann man digital machen, wenn sowieso bald der digitale Pass, das digitale Geld, der digitale Euro, das wird ja alles kommen. Dann können wir auch digital wählen und dann haben wir hier auch eine Möglichkeit, eine digitale Volksbefragung zu machen, eine digitale, direkte Demokratie. Dann ist bestimmt auch geheim möglich. Davon bin ich überzeugt und das muss auch hier passieren, weil ich dachte, die Macht geht vom Volke aus. Und wenn so eine schlechte Ampelregierung, die am Volke ja eigentlich vorbeiregiert, die muss man meiner Meinung nach auch abwählen können. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mal gespannt. Und ja, das war dieses Video. Und ich denke mal, schreibt mal rein, teilt das Video. Und dann sage ich ja bis zum nächsten Video. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Und heißes, heikles Thema und ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier 1. September, was in Thüringen und in Sachsen, was da denn noch passiert am Wahltag.